Ja, dann begrüße ich alle, die uns heute zuschauen, zum, ich glaube, dritten Wandergespräch mit Pater Mertes. Diesmal jetzt vorausschauend in den Advent hinein. Pater Klaus Mertes ist uns zugeschaltet aus Frankfurt am Main, aus St. Georgen, nicht wie letztes Mal aus St. Blasien. Und ich bin aus der Akademie zugeschaltet. Mein Name ist Verena Roth-Gewerner. Ich bin die Direktorin von dieser Akademie. Wir haben das so ein bisschen vorbereitet, dieses Gespräch mit ein paar Anregungen und die würde ich so mit dem Pater Mertes durchgehen, aber vielleicht hat er auch ganz andere Ideen. Klaus, wenn es dir recht ist, würde ich kurz noch ein paar Informationen vorher zum Advent sagen, die mir auch nicht mehr geläufig waren, die aber vielleicht für unsere Zuschauer und Zuhörer ganz interessant sind. Vielleicht sagst du als Altphilologe etwas dann gleich mal zu den Wortbedeutungen noch, wenn du möchtest, wenn es für dich unerheblich ist, auch nicht. Ich habe sogenannte Historienschnipsel mal eingebracht. Ich fand es interessant, ich wusste das nicht mehr, dass Advent eigentlich keine Erfindung des Christentums ist, sondern dass es einfach die Zeit meint des Kommens der Gottheiten im Kreis der Anbeter. Das ist also das in analoger Form auch in anderen Religionen der Antike wahrscheinlich gegeben hat. Und dass diese Zeit immer auch als eine Vorbereitungszeit der Anbeter gegolten hat. Wir haben schon sehr, sehr lange, nämlich seit dem 4. Jahrhundert durch Hilarius belegt, eine vorweihnachtliche Fastenzeit. Seit dem 5. Jahrhundert ist diese Zeit auch dann als Fastenzeit auf die Vorbereitung der Erwachsenentaufe zu sehen. Und ab dem 6. Jahrhundert schon in Rom bezeugt, also sehr, sehr lang. Was ich toll fand, auf die Kinder hin bezogen, dass es mal 6 Adventssonntage gegeben hat. Und zwar im ambrosianischen Ritus von Mailand, der dann durch Gregor den Ersten im 7. Jahrhundert auf 4 Sonntage dezimiert wurde. Aber meine Kinder, die schon groß sind, haben gesagt, Mensch, was ist uns da verloren gegangen an Schokolade in der Adventszeit und an Kerzen auf dem Advents. Kalender. So, das so als Vorspann. Ja, wir haben dieses Jahr ganz besondere Adventszeiten. In dieser Zeit einfach, Advents ist die Zeit der Umkehr, des Fastens, der Buße. Eigentlich ursprünglich nicht eine Zeit der Freude, sondern eben durch die eschatologische Bedeutung, also die endzeitliche Bedeutung, auch eine Zeit, die mit Spannung verbunden ist, mit einer Mischung aus Spannung und Vorfreude. Jetzt habe ich die Frage, was diese Begriffe Umkehr, Endzeit, Spannung uns in einem Advent 2020 sagen können und wie könnte man sowas säkular heute übersetzen, dass es auch Leute, die nichts davon verstehen, vielleicht verstehen können? Das ist eine Frage. Umkehr und spontan fällt mir zu deiner Frage. Ich habe vor 10 Tagen einen Mann beerdigt und die Familie bat mich um eine Beerdigung, obwohl sie sich nicht sicher war, ob er eigentlich noch ein gläubiger Christ war oder nicht. Er war aus der evangelischen Kirche ausgetreten, hat aber sehr, sehr viel Gutes für andere Menschen getan, auch für mich, beziehungsweise damals für das Canisius-Kolleg in Berlin, durch Spenden und Ähnliches. Und dann haben wir lange miteinander gesprochen, wie wir das machen könnten. Und dann hat die Familie einen kleinen Text aufgesetzt und die haben dann geschrieben, unser Vater ist bis zum letzten Augenblick immer nach vorne weitergegangen. Mhm. Und das finde ich einen sehr adventlichen Satz. Und da steht ist beides drin, Umkehr und Erwartung, finde ich. Nämlich Advent bedeutet den Blick umkehren, von zurück nach vorne. Natürlich gibt es sinnvolle Rückblicke, aber man kann sich ja auch im Rückblicken verlieren, indem man ständig zurückblickt auf seine alten Wunden, auf eine verloren gegangene Heimat. Es gibt sozusagen diese rückwärtsgewandte Sehnsucht, in der man depressiv werden kann, weil man etwas verloren hat und nicht wiederfindet. Und dann kann man den Blick nicht mehr nach vorne wenden. Und das wäre ein Aspekt von Umkehr, nämlich den Blick von zurück
nach vorne. Nicht mehr sich in den alten Wunden verlieren, sondern nach vorne weitergehen. Mhm. Und irgendwann ist im Leben immer ein Punkt dran, wo man sich dann auch aus einem Rückblick, auch dann, wenn er sinnvoll ist natürlich, dann auch löst. Und es ist sinnvoll, sich zu lösen und zu gucken, jetzt geht das Leben auch weiter. Es kommt noch etwas. Das Leben ist noch nicht am Ende. Die Frage ist dann, wie lange kann man nach vorne blicken und ist nicht dann der Tod am Ende ein Punkt, wo man sagen muss, naja, also dahinter gibt es nichts mehr, wo ich nach vorne blicken kann. Kann man also wirklich sinnvollerweise sagen, dass man bis zum letzten Atemzug nach vorne gehen kann und blicken kann? Und christlich lautet die Antwort, so meine ich, ja. Mhm. Also wir haben es ja auch ein bisschen leichter mit dem nach vorne blicken. Einmal erinnern wir uns daran jedes Jahr, weil eine Geburt gefeiert wird und das ist ein Neuanfang, wo wir alle eine Chance kriegen. Aber wie ist das für Menschen, die nicht gläubig sind? Ich kann, ja, es fällt mir sehr schwer, mich stellvertretend für Sie zu sprechen. Dieses nach vorne blicken, ich bin jetzt noch, an Weihnachten wird ja ein Säugling geboren, da fängt dein Leben an. Also ja. Ich bin da, ich weiß jetzt nicht, ob ich deiner Frage gerecht werde, ich bin jetzt noch bei diesem Todesmoment. Ja. Für mich, ich glaube schon, dass auch ein nichtgläubiger Mensch sich mit der Frage befassen kann, wie will ich sterben? Also was, wie möchte ich mich vorbereiten auf meine Todesstunde? Bin ich irgendwann nicht mehr da oder gibt es Menschen, von denen ich gerne hätte, dass sie in meiner Todesstunde bei mir sind? Oder gibt es eine Musik, die ich gerne in meiner Todesstunde hören würde? Oder gibt es eine Melodie, die ich gerne selbst singen würde? Ja, gibt es einen Menschen, in dessen Schoß ich sterben möchte? Also ich glaube, das sind schon Fragen, denen sich ein nicht glaubender Mensch stellen kann, wie möchte ich eigentlich, wie wünsche ich mir meine Todesstunde? Ob es dann so ist, ist nochmal was anderes. Aber die Frage, wie ich sterben will, sagt auch sehr viel über die Frage, was mir das Leben bedeutet und was mir im Leben wichtig ist. Und vielleicht ist die Todesstunde ja die Stunde, in der der fundamentalste aller Glaubensakte gesetzt wird, nämlich sich ganz loslassen und in die Hände von etwas anderem Unbekannten hineinlegen, ohne zu wissen, was kommt. Ich glaube auch, dass das ja letztlich auch für jeden Christen gilt. Wir wissen nicht wirklich, was kommt, aber wir wissen und wir hoffen, dass uns also Christus in unserer Todesstunde ruft, um mal also ein berühmtes Gebet zu nennen, also in meiner Todesstunde rufe mich und lass dann zu dir kommen mich, damit ich mit den Deinen lobe dich in Ewigkeit. Aber das ist ja auch ein Bild und wie sich dieses Bild erfüllt in der Todesstunde, ist für uns Christen ja auch letztlich offen. Mir fällt da ein, ich habe vor einigen Monaten so um die Zeit des Sterbens meiner Mutter herum ein Buch von Monika Renz gelesen, Hinübergehen. Theologin und Musiktherapeutin und Musikerin selber in der Schweiz als Krankenhausseelsorgerin tätig, die bestätigen kann, die auch viel mit Menschen zu tun hat, die nicht gläubig sind, dass ein gutes Sterben erst möglich ist, wenn dieser rückwärtsgewandte Blick beendet ist oder ausgesöhnt ist und wenn jemand das loslassen kann und sich auch in eine Zukunft hineinbegeben kann, gelöst, die wir genauso wenig ausgestalten können. Aber da deckt sich doch was einfach, finde ich. Ja, ja. Die nächste Frage ist schon, ein bisschen haben wir das eigentlich schon beantwortet, finde ich, mit dem Weg und dem Lebensweg. Also Advent ist schon auch eine Zeit, diesen Weg und diesen Lebensweg unter dieser eschatologischen Perspektive, also dieser endzeitlichen, zu betrachten. Ich glaube, da braucht man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich würde gern zu dem Thema der Unruhe und der Wachsamkeit nochmal kommen, weil das auch was ist, was ich im Moment ganz stark in der Gesellschaft wahrnehme, das nicht aushalten können, das nicht abwarten können, dass sich die Dinge ändern, dass man auch das verstehen kann, dass die Leute einfach wütend sind, dass das nicht mal ein Ende hat. Ich habe nochmal mich an das Lied erinnert, wachet auf, ruft uns die Stimme. Das Motiv der Wachsamkeit, die 12 Jungfrauen, die aufpassen müssen, dass sie die Wiederkunft des Herrn nicht verpassen. Und das ist ja auch so ein Mittelweg zwischen Unruhe und Wachsamkeit. Ja, vielleicht sagst du,
da etwas zu dieser Befindlichkeit, wenn Advent in dieser Corona-Zeit stattfindet? Wie erlebst du das, ja? Also ich fange mal an mit diesem Gleichnis von den fünf Törichten und den fünf klugen Jungfrauen. Ich habe mal eine schöne Deutung dieses Gleichnisses gehört, nämlich das Thema dieses Gleichnisses ist ja die fünf klugen Jungfrauen, die haben genug Öl in ihren Lampen. Das heißt, die rechnen mit einer langen Wartezeit. Ja. Während die fünf Törichten, die rechnen mit einer, ich sag mal, normalen Wartezeit. Das ist ja auch so wie so ein bisschen jetzt Corona. Ja, im Januar haben wir einen Impfstoff und dann ist es vorbei. Das ist so die kurze, also wir kriegen das hinter uns schnell und dann haben wir das. Und das ist natürlich die Frage, stimmt die Einschätzung? Mhm. Ja. Und wir stehen also sozusagen vor Einschätzungsfragen. Die Törichten schätzen die Zeit zu kurz ein. Mhm. Und die Klugen schätzen die lang genug ein. Das hängt zusammen, interessanterweise, so habe ich es von meinem Alttestamentlehrer gelernt, dass in den antiken Gesellschaften und in orientalischen Gesellschaften, kann man das nur heute sehen, der Bräutigam aus der Stadt auszieht, seiner Heimatstadt, in das Dorf oder in die Stadt, wo die Braut ist. Und dann findet dort ein Fest statt. Mhm. Und der Höhepunkt des Festes ist die Verhandlung über den Brautpreis. Und je bedeutender die Hochzeit ist, mhm. umso länger dauert das Fest und umso länger dauert auch die Verhandlung über den Brautpreis. Und nun kommt ja dieser Bräutigam mit seiner Braut zu spät zurück. Und das hängt also, haben die törichten Jungfrauen die Bedeutung dieser Hochzeit völlig unterschätzt. Mhm. Während die klugen Jungfrauen begriffen haben, das ist eine sehr, sehr bedeutende Hochzeit, da wird man sich vermutlich lange drauf einstellen müssen. Mhm. Und das ist ja vielleicht auch so mit der Unruhe, hoffentlich ist das jetzt bald zu Ende mit Corona, hoffentlich laufen die Schulen bald wieder normal, hoffentlich sind bald wieder alle, ist das normale Leben wieder möglich. Mit der Unruhe, die Unruhe ist ja verständlich, die ist sogar sehr, sehr verständlich, aber wir müssen uns mit der Frage befassen, wie bedeutsam halten wir eigentlich dieses Ereignis, was hier zurzeit in unserer Gesellschaft abgeht. Und da ist mein Eindruck, selbst für den Fall, dass wir im Frühjahr dann vielleicht irgendeinen Impfstoff haben, Klammer auf, dem ich eigentlich gar nicht vertraue, Klammer zu, ich halte das für eine ziemliche Illusion. Die Politik steht natürlich unter einem irrsinnigen Druck und muss da was liefern und unter neuen Bedingungen, die eigentlich auch ziemlich riskant sind. Das hatte der Drosten sogar selbst vor 3 Wochen nochmal in einem Interview in der Zeit gesagt. Das wird jetzt ein riskanter Impfstoff, aber wir müssen es machen, weil sonst die Wirtschaft zusammenbricht und die Bildungschancen unserer Jugend den Bach runtergehen und so weiter und so fort. Selbst wenn das klappt, so wird das, was wir jetzt in den letzten Monaten erleben, noch lange nicht zu Ende sein. Das Thema der Angst. Was hat die Angst mit uns in diesen Monaten gemacht? Was ist in unseren Beziehungen geschehen? Was ist mit unserem Vertrauen in die Politik geschehen, in die Strukturen unserer Gesellschaft, in unsere Rechtsprechung? Wie müssen wir für die Zukunft das Verhältnis von Wissenschaft und Politik definieren? Wie gehen wir mit dieser Pluralität in Wissenschaft um? Worin besteht denn eigentlich? Haben die Medien versagt oder haben sie nicht versagt? Können wir den Medien noch so vertrauen, wie wir es früher mit Selbstverständlichkeit getan haben? Also ich glaube, dass das, was jetzt geschieht, so bedeutend ist, dass wir nicht schnell damit fertig werden werden. Ja, dass es auch kein Zurück geben wird. Ja, aber ich verstehe eigentlich nicht, warum man diese Zeit, wenn ich mich mit Öl gut ausgestattet habe, warum ich diese Zeit nicht auch als eine, ich sag mal, kontemplative Zeit nutzen kann, um darüber nachzudenken, wie im eigentlichen Sinn viele Dinge weitergehen sollten. Also die Hektik macht ja das nicht unbedingt besser. Na, richtig, die Hektik macht überhaupt nichts besser. Dieses Entschleunigen, diese Ruhe, die eingekehrt ist, könnte man ja auch anders nutzen. Ja, das eine ist natürlich,
Für einige ist es eine Ruhe, für andere ist es ein ganz, ganz schrecklicher Stress. Ja. Also insofern finde ich, ist die, also wenn ich die, also ich begleite Menschen jetzt schon manchmal mit täglich mit Telefongesprächen über Stunden hinweg, die ganz, ganz schlimm leiden, wo also wirklich, also Betriebe, wirtschaftliche Existenzen zusammenbrechen, also Familien, in denen die mit der Situation überfordert sind, Alleinerziehende, die es ganz, ganz schwierig haben, wenn sie auch noch dazu eben an eben Geld verdienen müssen. Also insofern, es ist ja nicht einfach eine Zeit der Ruhe. Ich glaube, es ist für die Privilegierten eine Zeit der Ruhe. Okay. Ja, es ist aber für diejenigen, die nicht so privilegiert sind, eben eine Zeit größter Unruhe. Und da ist ja dieses Drängen, hoffentlich ist das bald zu Ende, ja sehr, sehr verständlich. Und da gilt es schon in der Wartezeit selbst immer wieder Punkte zu finden, an denen man sich aus dem Stress herausbegibt, um wenigstens ein bisschen Ruhe zu gewinnen und zu sagen, wie kann ich denn überhaupt noch ein bisschen souverän bleiben in dieser Zeit? Das ist etwas, was, glaube ich, viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, betrifft. Und da sehe ich übrigens auch eine Aufgabe von Kirche. Also wirklich hier Räume zu eröffnen, in denen Menschen können sozusagen aus dem Stress rauskommen können. Ja, ja. Ich glaube auch, dass die Politik unter einem irrsinnigen Stress steht. Ja. Also ich vermute die Wissenschaft auch, die Medien stehen unter einem wahnsinnigen Stress. Sie verstärken dadurch wiederum den Stress der verantwortlichen Politiker und der Gesellschaft. Das ist, also ich finde, es ist keine ruhige Zeit für Kontemplation. Also dann doch eine Unruhe und eine schwierige Zeit. Ja, und wenn ich das vielleicht noch sagen darf, Advent ist ja auch durchaus eine Zeit der Unruhe. Also wenn ich mal die schönen großen Adventslieder nehme, eins meiner Lieblingslieder ist ja von Friedrich Spee, O Heiland, reiß die Himmel auf, herab. Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod, ach komm und führe uns mit starker Hand aus Elend zu dem Vaterland. Also das sind ja Lieder, die in großer Not geschrieben werden, mit einer großen Unruhe und Drängen, wir brauchen jetzt einen Retter. Und das ist ja dann wiederum genau das Gefährliche, dass sich die falschen Retter in dieser Zeit anbieten. Naja, es war auch eine Situation großer politischer und sonstiger Unruhen. Dreißigjähriger Krieg. Genau, ja. Ich würde gerne mal auf diesen Vorläufer kommen. An dem bin ich dieses Jahr hängen geblieben. Also gut, Advent ist eine Zeit der langsamen Annäherung. Wir haben leider nur noch 4 Adventssonntage, keine 6 mehr. Also die Zeit ist verkürzt. Im Neuen Testament haben wir Johannes, den Rufer in der Wüste auch. Und ich habe mich gefragt, warum brauchen wir eigentlich einen Vorläufer? Ein Rufer in der Wüste? Und wer ist heute eigentlich sowas wie ein Vorläufer, ein Rufer in der Wüste? Kannst du das übersetzen? Das schönste Bild, das ich kenne für Johannes den Täufer, den Vorläufer, das ist dieses Bild aus der Kindheitsgeschichte, wo die beiden schwangeren Frauen sich begegnen, Maria und Elisabeth. Und dann hüpft der Johannes im Schoß der Elisabeth schon vor Freude darüber, dass eben in dem Schoß von Maria eben Jesus ist, ich weiß nicht was, im ersten oder zweiten Monat. Und das heißt, der Vorläufer ist für mich ein Bote der Vorfreude. Das heißt, für mich ist es das Verhältnis von Vorfreude und Freude, um das es beim Vorläufer geht. Und ich finde, das ist ja das Schöne an Weihnachten und das macht ja dieses Weihnachten dieses Jahr vielleicht auch so prekär für viele. Weihnachten ist ein Ereignis, das ganz stark auch aus der Vorfreude lebt. Ja. So, und wenn man auf Weihnachten zugeht, also mit Händen in der Hosentasche und dann wupp, dann ist er Weihnachten da, ja, dann sieht man es gar nicht. Diese Vorfreude gehört dazu. Und ohne die Vorfreude stellt sich auch die Freude nicht ein. Ja. Und der Vorläufer macht mich auf die Freude aufmerksam.
dir ansteht. Ja, auch der Rufer in der Wüste ist ja schon auch ein Mahner. Ja, ich glaube aber, dass das Element der Vorfreude ganz, ganz stark ist. Und das Verhältnis von Johannes und Jesus ist ja interessanterweise, der eine fastet und der andere fastet nicht. Ja. Das machen ihm ja dann auch die Leute Jesus zum Vorwurf. Also warum fasten die Jünger des Johannes und deine Jünger nicht? Und dann sagt Jesus, ja, jetzt fasten sie nicht, weil der Bräutigam da ist, aber er wird die genommen werden, wenn sie auch fasten. Also es kommt auch wieder eine Trauerzeit. Ja. Und der Johannes fastet, aber das Fasten ist nicht asketisch zu verstehen, ja. Sondern das Fasten ist zu verstehen als Vorfreude, als Vorbereitung auf eine große Freude in einer Zeit, in der alle möglichen Leute nur Katastrophen befürchten. Das passt sehr gut zu unserer Zeit. Finde ich nämlich auch, finde ich ganz wunderbar. Die alles ganz, ganz schrecklich und es wird immer schrecklicher und überhaupt sozusagen. Und dann ist da einer, der aus einer Vorfreude lebt. Und die Askese bezieht sich in gewisser Weise also darauf, sich in dieser Untergangsprophetie nicht zu versinken, sondern sich eben vorzubereiten darauf, dass der Blick frei bleibt bei all den Katastrophen, die vielleicht auch tatsächlich passieren, sich auf eine Vorfreude einzustellen. Ja. Den Blick klar behalten darauf, wir gehen auf eine große Freude zu. Und da sind wir wieder bei einem tief adventlichen Thema. Ich habe ja auch zum Schluss bei meinen Dingen, die ich dir geschickt habe, auch auf die zwei Engeln, die lese ich ja immer ganz gern bei Anselm Grün, die verschiedenen Engel, den Engel des Lichtes und den Engel der Verbindlichkeit. Konntest du damit was anfangen? Möchtest du dazu was sagen? Die beiden Engel, sagen es mir nochmal genauer. Also der Engel des Lichtes, das ist eigentlich das, was wir am Anfang hatten. Das ist der Engel des Lichtes, der mich leitet, dass ich in eine lichte, hoffnungsvolle Zukunft überhaupt blicken kann. Dass ich eben nicht immer nach hinten gucke, sondern nach vorne schaue. Und der Engel der Verbindlichkeit ist für ihn, dass es tatsächlich eine Zusage gibt. Und das hat ja auch was mit dem Licht zu tun, dass ich nach vorne gehen kann, auch in schwierigen Zeiten, weil es ein Versprechen gibt, das eingelöst wird. Ja, ja klar. Das schien mir für die jetzige Zeit und das, was du eben gesagt hast, vielleicht auch noch ganz schön. Klaus, das würde ich gerne wissen, du kannst gerne auch was dazu, wie du dieses Jahr Advent und Weihnachten feierst, würde mich dann auch noch zum Schluss interessieren. Ja. Also das ist jetzt deine Frage. Nein, ob du zu den Engeln noch was dazulegen möchtest oder. Ja, ich finde das Thema mit der Verbindlichkeit natürlich, das sagt mir natürlich sehr, sehr viel. Also es ist die Frage der Verlässlichkeit eines Versprechens. Und ich glaube, dass man in einer Zeit der Unruhe, in der sich so unglaublich vieles immer anbietet als Lösung, als schnelle, leichte Lösung, die Geduld oder die innere Ruhe mitten in der Unruhe sich ja auch einfach darin zeigt, ich sag mal, einfach weiter zu trotten. Es gibt so dieses Weitertrotten. Ich nehme mal jetzt eine ganz aktuelle Geschichte, die etwas ziemlich katastrophalen Geschichten, die zurzeit laufen da in Köln mit der Aufarbeitung von Missbrauch und diese ganzen Geschichten. Und da bin ich jetzt schon wieder von mehreren Leuten gefragt worden, wie kannst du noch in der Kirche bleiben angesichts dieses schrecklichen Versagens? Und irgendwie gibt es so eine Verbindlichkeit, auch im Eingehen auf eine verbindliche Zusage, die sozusagen in der Kirche ja ausgesprochen wird, dann trottet man eben weiter, obwohl rechts und links alles Mögliche wegbricht. Aber ich trotte jetzt weiter. Ich muss es auch nicht, ich habe den Weg eingeschlagen und ich habe auch das Gefühl, dass dieses Trotten am Ende gut ist. Ich muss ja nicht immer in einem dauernden Zustand von Begeisterung und hüpfender Vorfreude sein. Manchmal ist es eben auch nur ein Trotten. Und das hat was mit der Verbindlichkeit zu tun, so wie ein Esel weiter trotten. Ja, geht sich das auch. Ja, und dann wollte ich dich fragen, ich hoffe, dass wir vielleicht vor Weihnachten nochmal ein Wandergespräch führen, auch wenn wir leider jetzt gerade nicht wandern. Aber wie feiert ihr im Orden jetzt in St. Georgen? Ein bisschen kenne ich es von früher, vielleicht ist es anders, die Adventszeit und wie wird Heiligabend gestaltet sein?
Also ich weiß es für mich noch nicht genau. Wir werden natürlich in unserer Gemeinschaft hier Adventsgottesdienste und miteinander feiern und Weihnachten auch miteinander feiern. Ich gestehe aber, dass mir das alles nicht ganz leicht fällt in der Corona-Zeit, weil es ja dann doch wir als Ordensgemeinschaft hier in einer privilegierten Situation sind. Und ich kenne ganz viele, die wirklich darunter leiden, dass Gottesdienste für sie nicht mehr zugänglich sind. Und zwar auch wegen der Abstands- und Hygieneregeln. Ja. Damit will ich jetzt diese Regeln gar nicht kritisieren, sondern muss einfach wissen, das ist insbesondere für Familien mit Kindern ganz schwierig. Ja. Dieses sich anmelden, unterschreiben. Und dann gibt es auch in manchen Gemeinden inzwischen also eine Atmosphäre, also einer unglaublichen Angst, wenn also Kinder herumlaufen, Kinder haben Angst inzwischen auch, also in die Kirche zu gehen, weil sie irgendwelche alten Leute anstecken könnten und dann sind sie schuld daran, dass die sterben und so. Also es ist ganz schwierig, in Gottesdienste zu gehen. Manche fühlen sich angeraunzt, wenn sie vergessen haben, sich per Stream anzumelden und werden dann wieder nach Hause geschickt und so. Also es verengt sich sehr stark und deswegen ist für viele diese Advents- und auch Weihnachtszeit verbunden mit einer ganz tiefen Verlusterfahrung. Es gibt keine Gottesdienste. Und auch im Stream kann das nicht wirklich nachgeholt werden. Und das ist ein ganz tiefes, tiefes Problem, finde ich. Und ich bin auch noch gespannt, wie das jetzt weitergeht. Insofern gehe ich mit einer gewissen Offenheit rein. Und meine Antwort darauf ist, für mich war ja immer Weihnachten im Orden verbunden mit Gastfreundschaft. Genau. Also dass wir unsere Türen öffnen für Menschen, die einsam sind. Alle Weihnachtsgeschichten erzählen irgendwelche Geschichten, wo man Weihnachten feiert, plötzlich klopft jemand an, dann kommt ein Bettler rein und dann nimmt man den auf, dann darf man so. Und das ist ja alles nicht möglich. Ja. Kann man alles nicht leben. Und deswegen überlege ich mir, so ähnlich wie an Ostern, an Weihnachten wieder auf die Straße zu gehen. Das habe ich mir gedacht, dass du das tust. Ja, vielleicht hast du jetzt auch durch unser Gespräch schon ein paar Ideen für Predigten, die noch auf dich zukommen werden. Ich weiß es nicht. Wäre sehr schön, wenn da auch was zustande gekommen wäre. Ich würde mich nochmal melden wegen Weihnachten. Vielleicht machen wir wieder so ein Gespräch. Unsere Zuschauer und Zuhörer haben das sehr genossen mit dir, diese Gespräche. Und vielleicht können wir sie weitermachen. Ich wünsche dir. Ja, und ich genieße ja auch immer Gespräche mit dir. Bis bald. Ade. Ja, tschüss. Tschüss.